Hallo, guten Morgen. Ja, schnell ein Video, warum ich kein Fan von Human Design bin. Ich weiß, es ist in aller Munde und ich weiß, es entspricht dem Drang zu wissen, wer man wirklich ist. Es entspricht dem Drang zu wissen, wer bin ich? Human Design gibt eine Antwort darauf und hilft dir zu glauben, dass alles mit dir in Ordnung ist. Human Design beschreibt dich auf eine Art und Weise, wo du erkennst, dass deine menschlichen Veranlagungen, dass deine menschliche Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln, in Ordnung ist. Es ist also, wie so vieles, was wir uns Menschen uns zurechtlegen, ein Erlaubnisgeber, endlich gut genug zu sein. Und dieser, hey, guten Morgen, und dieser Drang von uns Menschen, die Dinge zu beschreiben, die Dinge festzulegen, zu sagen, wie die Dinge sind, endlich Recht zu haben, diesem Drang wird auch hier mit Human Design nachgegangen. Wie alles ist und alles muss beschrieben werden, damit es gut ist. Jeder muss irgendetwas sein. Wir brauchen Labels. Wir brauchen menschliche Labels, um uns darauf zu einigen, wie die Dinge sind. Und wenn wir verstehen, dass das unser menschlicher Verstand ist und dass es ein riesengroßer Umweg ist, dass es gar nicht um das geht, sondern es geht nicht darum, rauszufinden, was für ein Human Design Mensch ich bin, was für ein Human Design Typ ich bin, sondern es geht darum, mit mir selber so klar zu kommen, dass ich erkenne, dass ich ohne Grund, ohne Bedingung, ohne Human Design, ohne Genki perfekt bin. Dass ich gedacht bin, so wie ich gedacht bin, dass das perfekt ist, ohne Grund, einfach so, weil es so gedacht ist. Egal wie ich bin, egal wie ich mich beschreiben lasse, egal was für ein Genki-Typ ich habe, es ist perfekt. Und habt ihr euch schon mal überlegt, warum es so viele Mischformen gibt? Weil es die menschliche Psyche, das sind menschliche Verhaltensweisen, es sind menschliche Denkweisen, die versucht werden, zu kategorieren. Man versucht, die menschliche Psyche, das menschliche Denken, aus dem dann das menschliche Verhalten, menschliche Verhaltensweisen resultieren, einzukategorisieren, um sich dann die Erlaubnis zu geben, gut genug zu sein. Und das brauchen wir nicht. Wir sind gut genug, egal ob wir einen Namen dafür haben, einen Genki-Namen, eine Beschreibung. Wir sind unser eigener Genki. Guten Morgen. Hallo Gabriele. Und ich habe das in unserem Q&A zum Divine Healing auch schon gesagt. Wir brauchen keine Genkis, weil wir sind Patricia. Ist ein Genki. Patricia ist ein absolut perfekter, wunderbarer Genki. Der göttliche Genki. Ja? Das erste Human Design übrigens, das es jemals gab, das ist in der Bibel festgehalten. Und das heißt Christus. Christus. Deswegen heißt es auch Christus Jesus. Und ihr seid Christus, euer Vorname. Und Christus bedeutet nur von Gott, von göttlicher Idee, von göttlicher Vorstellung, von göttlichem Genki, vom perfekten Genki ausgedacht. Das bedeutet das, ja? Und das ist der göttliche Genki, der in uns allen, in jedem, das göttliche Design und
Das ist so interessant. Es ist nicht so interessant, unser Human Design, welches Namen das hat, welche Ausprägung das hat, in welchen Mischformen es existiert, es sich immer wieder vermischt in den Situationen, weil dieses Human Design findet immer Fehler, ist nie perfekt, hat Vor- und Nachteile, ist da stark und hier schwach. Aber das göttliche Design, das Design, aus dem wir kommen, das Design, das uns alle vereinigt, ist perfekt. Das sucht keine menschliche Psychenform, um dann zu sagen, so wie deine menschliche Psyche konditioniert ist, ist sie so und so ausgeprägt, hat diesen und jenen Genkinamen und hat diese und jene Stärke. Das göttliche Design sag, du bist Stärke. Du bist Schöpfung. Und zwar in Absolutheit. Und überhaupt nicht schlecht oder überhaupt nicht besser, sondern du bist Schöpfung von Christus. Du bist göttliche Perfektion. Und hier auf Erden geht es darum, dass wir nicht versuchen, unsere menschlichen Variationen als göttlich zu erkennen, sondern zu erkennen, dass wir göttlich sind. Versteht ihr? Hier geht es nicht darum, zu erkennen, welche Verhaltensweisen verbinden uns und wo sind wir Menschen gleich und wo haben wir Menschen die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen, die gleichen Reaktionen aus den gleichen Ängsten heraus. Oder der eine reagiert auf Angst so, der andere reagiert auf Angst so und dann gibt es einen Genki. Das ist uninteressant. Interessant ist, dass du weißt, dass du göttliches Gen hast, dass du göttliches Design bist und dass du aufhören darfst, dich zu verurteilen, dich nicht gut genug zu finden, dich nicht passend finden, sondern hier erkennst, dass dieses göttliche Design, dein göttliches Design, so individuell und so einzigartig und so perfekt und so wunderbar ist, dass es da nichts zu rütteln und zu schütteln daran gibt, sondern dass du endlich aufgehen darfst in deinem göttlichen Design. Und dann brauchst du kein Human Design mehr, weil das Human Design, das ist das, was dich einschränkt. Deswegen ist es ja auch so in Schachteln und Konditionierungen und Typen eingeteilt. Aber das göttliche Design ist unendlich. Das kann man nicht klein machen. Und deswegen, wenn du erkennst, dass dein göttliches Design die absolute perfekte Unendlichkeit ist und die immer gut ist, die immer gut ist, die immer richtig ist. Nur dein Human Design dich stört, dein Human Design, dass du die Finger weglassen darfst von deinem Human Design und dich komplett mit deinem göttlichen Design verbinden darfst. Und das ist das, wofür wir hier sind, dass wir diese Anbindung, diese Herkunft, diese Essenz, aus dieser heraus leben und all diese verschiedenen Human Designs in unser göttliches Design integrieren. Und das bedeutet, es ist gut. Und da brauchen wir nicht suchen und so viel Energie aufzuwenden, um irgendein Human Design zu suchen, wo es doch darum geht, mein göttliches Design anzunehmen, kennenzulernen und aus diesem Design heraus mir ein Leben zu erlauben. Ein Divine Design sozusagen, ein divinely designtes Leben zu erlauben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, weil das sind immer diese zwei Perspektiven. Das ist diese menschliche Perspektive, die ist eingeschränkt. Die hat ihre Limite, die hat ihre Regeln, die hat ihre Bedingungen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Divine Design, das göttliche Design, das hat keine Regeln, keine Limite. Es hat keine Vorstellungen und es hat keine Bedingungen. Es ist diese bedingungslose Präsenz, die wir hier haben und aus der wir heraus alles
erschaffen und im zweiten Schritt das, was wir erschaffen haben, auch empfangen. Ja, darum geht's, um uns auf diesen Fokus einzulassen und nicht auf den nächsten Fokus da draußen wieder, bei den Menschen rumzutun. Ja, bei den Menschen, wo eingeordnet ist, wo manipuliert und kontrolliert wird, wo Bedingungen gesetzt wird, was ist gut, was ist schlecht, was bringt was nicht, sondern zurückzukommen wirklich zu unserem göttlichen Design. Und ich finde es ein Umweg. Es macht sicher Spaß, es ist sicher lustig zu sehen, wie ich als Mensch programmiert und konditioniert werde. Und es ist sicher lustig zu sehen, was für einen Namen dieser Gene Key dann hat. Aber letztendlich ist es falsche Baustelle. Es ist nicht die Baustelle, auf der wir bauen sollten hier. Es ist nicht die Baustelle, die wirklich den direkten Weg einnimmt. Das ist irgendwo eine Baustelle. Und ich bin einfach Fan von klar, von direkt. Und deswegen geht es auch in meinem 14-tägigen Kurs übrigens um genau dieses göttliche Design zu integrieren. Dieses göttliche Design, das du hast, dieses wirklich zu integrieren und nicht irgendeinen Gen-Key zu integrieren hier und versuchen, aus dem deine Stärken herauszufinden und anhand etwas, was du bestimmst für dich, was andere mal bestimmt haben, dein Leben zu bestimmen, sondern wirklich dein eigenes Human Design zu finden und zu sagen, gut, das ist mein Human Design. Mein Human Design ist so und so, weil so möchte ich es haben. So ist es von Gott gedacht. So ist es aus meiner Ursprungskraft, aus meiner Essenz heraus gedacht. Und das ist ein bisschen ein Unterschied. Wahrscheinlich nicht ganz so populär, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es der wahrste, wahrhaftigste Weg ist, den wir einschlagen können. Wenn dich das interessiert, komm mit 14 Tage. Integriere dein Divine Design mit uns zusammen in der Gruppe. Es wird großartig. Ja, und ich freue mich jetzt auf einen ganz großartigen VIP-Tag mit einer ganz, ganz großartigen Frau. Und wie gesagt, wenn VIP noch zu viel, zu groß, zu heftig, vielleicht auch zu teuer für dich ist, komm und mach dieses kleine Programm noch mit und schau, was alles passieren kann in nur 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.